damit herzlich willkommen wieder zurück zum LS13-Megaprojekt, diesmal mit dem Tino. Hi Leute. Mit dem Doktor. Moin Moin. Und mit dem Kobold. Halli, hallo, Hallöle. Im Popöle. Genau. Im Popöle, jawohl. Halt nicht so wieder niveaulos werden. Nein. Ja, okay, das war jetzt der niveaulose Anfall, den wir zwischendurch einmal den Fredok hatte. Randy, rechts. Oh, Nazis genau. Wohl. Nutze, nein, rechts, nutze dein ganzes Schneidwehr. So. Achso. 10 km/h übrigens, Kobold. Ja, ja, ich muss erstmal einstellen hier. Ich muss mich erstmal da eben anpassen, weil der Ding hier brennt. Du fährst vorgewendet, ja? 15 los. Ja. Ich bleib stehen hier. Ich kann mal Erfolg du am besten fährst. Komplett ab. Gut, mach mal, dann mach ich mich erstmal leer. Wende du, viel Spaß. Ja, ich wollte halt jetzt mal abtanken. Ja, liebe Zuschauer, ganz kleine Info mal. Auch wenn die nicht einpennen am Drescher. Also jetzt ist denn ja einpennen am Drescher. Ich hatte gerade Schokolade auf der Tastatur. Also. Ja, erstmal zur Info, liebe Zuschauer. Und zwar, was meine oder auch die anderen vielleicht noch nicht mitbekommen haben. Unsere Lager haben sich eindeutig geleert. Wir haben große Nachfrage gehabt für Gerste und... Ja, nee, nur Gerste, ne? Nur für Gerste, also alles andere. Wir hatten noch Kartoffeln und da haben wir aber sowieso nichts. Genau. Und was war noch? Irgendwie Weizen oder sowas? Da war das Lager aber schon leer. Genau, da haben wir große Nachfragen gehabt. Das heißt, Gerste wurde alles weggefahren. Das hat der Doc und der Guten, glaube ich, und so zusammen in einer Aufnahme gemacht. Ja, richtig. Rock Talks und Markus waren auch noch mit dabei. Genau, so. Und jetzt schauen wir mal ganz kurz in das Menü hier rein und siehe da, wir haben nur noch 750.000 Schulden. Yeah! Ja, yeah, also wir haben eine Million los. Eine Million schon los, haben aber trotzdem noch 27.000 auf dem Konto. BGR ist noch ein Silo abgedeckt und beim Gern das andere Silo ist auch schon halb voll. Und ja, ihr seht ja, wir machen reichlich Mais. Jo. Ja, kriegst du Sinn, den Tempomat auf 11 km/h zu stellen? Fahr einfach, ich mach das mit der Tastatur. Wenn du denkst. Ja, na klar, ich hab Skill, Alter. Wenn du denkst. Alter! So, ja, jetzt kannst du im Prinzip eigentlich erstmal was anderes machen, wenn du Bock hast, Kobold, weil ich fahre ja jetzt mit dem Rohr praktisch zur falschen Seite. Jo, dann schnapp ich mir ein. Wollen wir hier auch wieder Mais ansäen? Nein, hier soll Weizen. Wir müssen ja unsere Fruchtfolge einhalten, sonst werden die Landwirte ja böse, wenn wir das nicht machen. Genau, also okay, jetzt machen wir wieder Weizen. Aber das passt ja, weil das ist ja sowieso komplett leer, welche das Lager. Landwirte? Ja. Also mit anderen Worten, du kannst hier auch die große Sämaschine nehmen und dann kannst du ja direkt sehen. Kannst du ja direkt in die Stoppeln reinballern, das Zeug. Genau, weil die Grobot gleich mit. Ja. Welche Landwirte? Die uns zuschauen. Wurde sich also beschwert, dass wir Fruchtfolgen einsetzen? Nein. Nein, bisher noch nicht, weil bisher halten wir sie ja immer ein. Ach, Randy, Guten möchte, dass der Boden geschont wird, Mensch. Ja. Weil das ja bei alles auch so eine Herausforderung ist. Ja, trotzdem. Nein, also es hat natürlich auch den Sinn, damit die Lager immer relativ gleichmäßig gefüllt werden und wir auf die großen Nachfragen auch entsprechend das Zeug dann da haben. Ne? Schreibt nix und fragt nicht. Also jetzt Gerste oder Weizen, sucht euch es euch aus. Weizen. Gut. Hefeweizen oder Kristall kannst du dir aussuchen. Ja stimmt, wir brauchen jetzt viel Weizen. Ups, bin ausgestiegen. Kekse zu backen. Warte, ich muss erst anmachen. So, jetzt geht's los. Das erinnert mich aktuell an so einen schönen, ich stock in letzter Zeit wieder etwas häufiger Counter-Strike. Oh, CS. Ah, ja, ja. Welche Version CSS. Ja, okay. Source? Ah ja, okay, ja. Wollte gerade fragen. Und da bin ich auf, keine Ahnung, wieder auf so einen deutschen Server, da war noch in meiner Favoritenliste von keine Ahnung, vor 6 Jahren, wenn ich das letzte Mal gespielt habe, ich weiß es schon gar nicht mehr. Und da gibt es solche schönen Sound-Abspiegel, wenn du da im Chat on-off eingibst, ist auch so ein kleiner Sachs, der sagt on-off, soll ich da drauf drücken? Das sollte, ja, jetzt nicht so tun, als wäre es lustig. Das fällt sehr auf. Aber das hätte man jetzt so bei Tino einspielen können. Wieso? Naja, ich bin ausgestiegen, warte, ich muss erst anmachen. Naja, und öff, soll so. Ich da drauf drücken? Ja, ich kenne das ja von Paul Panzer. Nee, nicht Paul Panzer. Wer hat da damals im Media... Stopp, voll. Wer hat damals im Mediamarkt angerufen? Ja, das kenne ich. Das war aber nicht Paul Panzer, das nee, war... Nee, das war jemand anders. Jeder von Radio BSR, oder? Ja, irgend so jemand. Und das war richtig geil. Der parodiert heute noch sind.
Aber ich weiß auch nicht mal, wie der hieß, aber das war mega. Ich hab mir die erst angehört. Scheiße, wie hieß denn der? Der ruft da an wegen seinem DVD-Player. Ja, genau, der macht sinnlos Telefon. Genau. Wie ist denn der? Schreibt's in die Kommentare, liebe Zuschauer. Schreibt es jetzt, bevor Randy drauf kommt. Hat keiner einen zweiten Monitor, der das gerade mal googeln kann, dass die Aufnahme abkackt? Nee, ich bin gerade hier hochkonzentriert am Dreschen. Oder beziehungsweise meistens. Also zweiten Schneiden. Monitor schon, aber ich hab jetzt keinen Bock, da zu googeln. Geht das bei dir überhaupt? Nee, kackt das Aufnahmeprogramm ab, oder? Nee, ich nehme ja nicht mehr mit FIPS auf. Ah, okay. Ah ja. Das beste Aufnahmeprogramm aller Zeiten wird von immer mehr YouTubern verstoßen. Ja. Du müsstest mich mal wieder abtanken. Fällt mir gerade auf hier, so 98. Oder Dexstory kann schön, ich hab die Dexstory drauf, ich hab Biacam drauf, ich hab Fraps drauf. Das ist ja nicht so, die kosten ja nicht alle die Welt, aber. Nee, ja. Also Fraps kostet ja glaube ich 22 Euro oder 25. Fraps, glaube ich, 30. Nee, 30. Müsste abgetankt werden, werden. Ich komme. Die Dexstory ist, glaube ich, bei 40 mit dabei. Mhm. Nee, 27, 28, ja. Sowas. Na gut, kommt hat er auch zu mir gesagt. Kommt auch ein bisschen immer auf den Dollarkurs an, aber... Achso, ich hatte noch mein Ding, da gab es damals noch zur Auswahl entweder diese japanischen Yangs oder halt... Oder halt, mit doch irgendwas könntest du da bezahlen. Ja, weil richtig. Weil da stand damals da 30.000 Yen. Ja, was wollen die jetzt, 30.000? Ich dachte auch, was ist denn das für ein Scheiß hier? Und vor allem kannst du wirklich nur über PayPal kaufen. Das Programm ist schuld, dass ich mir ein PayPal-Konto angelegt habe. Oh. Aber ich wollte das unbedingt haben, weil es geil ist. Aber trotzdem, heutzutage zum Vorteil. Ja, definitiv. Du fährst zu schnell diesmal. Wie schnell fährst du denn? 8 km/h hier oder was? Jojo, mach ich mal weiter. Achso, ne, warte mal, jetzt bin ich langsam, oder? Ja, klar, aber der steht doch dann im Weg, wenn du sehen willst. Ja, ne. Na gut, okay. Ich mach das schon. Mach mal, du machst das schon. Jetzt hätte ich meinen Hänger stehen lassen. Boah, Stufe 1, deswegen. Du hast deinen Hänger stehen lassen, wie willst du denn das machen? Wenn du einen Ständer hängen lässt, das kann ich noch. Nein, wir wollen das ja nicht mehr. Na doch, heute dürfen wir ja. Wenn ihr mehr niveaulose, versaute Videos hören wollt, sehen wollt, ja, genau. Kommentare, immer rein in die Kommentare. Genau, ja, also ich muss sagen, ich habe so viel Daumen auf fast kein anderes Video, von daher. Ja, nein, ich muss mal ganz ehrlich sagen, es gibt ein Niveau, unter das ich nicht absinken möchte. Also so, ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber Hallo Tricks, so, das wollen wir nicht haben. Aber ansonsten, sag ich mal, Menschenskinder, ab und zu ein bisschen Spaß muss sein. Ich wollte gerade sagen, jeder, der einfach unsere Videos schaut, der mal auf unserem Kanal war, der sieht auch ganz einfach, dass das keine niveaulosen Kanäle sind, dass es ein Standard ist. Genau. Also jeder, der bei mir Minecraft anguckt oder jedes andere Projekt auch. Ich meine, hier treffen viele Leute aufeinander. Das heißt, es wird mal Spaß gemacht, es wird mal rumgeblödelt. Das ist einfach ganz normal. So. Die Abwechslung macht's, finde ich. Genau so sieht's aus. Ja, so mal haben wir Ernstes. Ich habe jetzt letzte Session, als ich halt da mit dem Guten, mit Markus und mit Rockdogs aufgenommen habe, da haben wir ein bisschen ernsthafter rangegangen. Jetzt bin ich mal wieder bei einer etwas auch ernsthaften Runde dabei. Ja. Also wie gesagt, es ist... Davor war es halt sehr spaßig. Es war halt die letzten zwei Parts, die bei euch erschienen sind, bei mir nicht erschienen sind. Die fand ich dann doch etwas zu... Na? Da, du hättest ja eine FSK 18 drauf pappen können auf die zwei Videos. Ja. Dann kann ich aber keine Werbung schalten. Ich bin noch geldgeil. Achso. So. Ja, Randy, was hast du denn jetzt im Hals? Sag's uns. Ey Leute, was geht? Elotrix ist hier am Start und jetzt nehmt erstmal euren Penis und legt ihn zwischen die Quarkhölzchen. Denn dann ist alles gut. So, wenn ich das mal gesagt habe. Das ist die Anmoderation vom Elotrix, ne? Ja, genau. Ja. Und genau, halt, genau die haben wir einmal sein gehört. Penis zwar immer bloß auf den Tisch legen, aber ich wollte nur zwischen die Quarkhölzchen legen, also. Ja, genau. Weil Quarkhölzchen ist ja... Tja, der hat auch nur 600.000 Abonnenten. Ja. Und bitte? Der hat auch nur 600.000 Abonnenten. Ja, eben. Also kein großes Licht im Jungen. Nee, ganz kleiner. Frisch angefangen. Aber wir haben einen Prominenten heute in der Aufnahme dabei. Das habe ich total vergessen, Mensch. Beziehungsweise bevor ich es total vergesse. Wir haben einen in die A-Promi-Liste aufgestiegenen YouTube-Megaprojekt-Mitspieler. Ich weiß gar nicht, wie ich noch mehr roten Teppich jetzt ausrollen soll. Der Florian?
Nein, der Randy hat mit dem Kronk getextet. Au. Oh. Oh, ja, ja, stimmt. Das habe ich ja gar nicht publik gemacht. Ja, Randy, ja so hat mit, Randy hat mit Kronk geschrieben. Ja, ja. Ja, ja. Wie, na und? Nicht klatschen, beruhigt euch, beruhigt euch. Schreibt doch mal Kronk, mal gucken, ob er dir antwortet. Nee, aber ich fand's gut. Worum ging's da? Das kommt drauf an, wenn ich als Dr. X ihn anschreibe, wahrscheinlich nicht. Wenn ich unter meinem richtigen Namen schreibe, vielleicht schon. Es ging um was Produktives und was, nicht Produktives, okay. Nee, was Produktives. Und ich sag mal, auf solche Kommentare antwortet Kronk ja auch ab und zu. Ja. So, ich bin... Wenn er denn die 95, Zeit findet, ne? Das weil, du könntest schon mal wieder den Ladewagen... 97... den Überladewagen scharf machen. 98... 99... Stopp. War ich eigentlich so langsam? Nee, ja. Weil es war irgendwann mal abends so 1 Uhr oder so und hab ich gedacht, ey, komm, schreibst du mal Kronk an, erzählst dir mal was vom Megaprojekt. Ja, was soll ich sagen? Er hat zurückgeschrieben, ne? Ist ja zwar nicht dabei, aber... Ne? Nee, es ging um Let's Plays produzieren, weil er das ja über sämtliche, über den Root-Server laufen lässt und hier und da. Und da wollte ich das einfach mal wissen, wie das so abläuft. Ist ja immer recht interessant, da mal in der Hintereier zu gucken. Genau. Ja. Also interessant. Ach, auf jeden Fall. Ich wollte doch drehen. Naja, gut, okay, machen wir das jetzt so. Ja, du fährst mir eindeutig. Oh, 16. Oh, ja, ich wollte gerade sagen, jetzt regt mein Tempomat auf 10 runtergedreht. Zack, 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 zack. Bleib am Ende sowieso stehen und dann können wir komplett abtanken erstmal. Aber wisst ihr, was ich für eine neue Idee fürs Megaprojekt hätte, ohne dass wir diese umsetzen? Bleibst du ja stehen? Ja. Wir integrieren einfach in das Megaprojekt PP mit rein. PP, wer ist das denn bitte? PP, Produktplatzierungen. Ah ja, genau. Was wir auch machen müssen, wir haben ja jetzt den Gronk dabei gehabt, wir haben Elotrix dabei gehabt. Wen wollen wir noch mit reinnehmen? Vielleicht Simon Desio oder Herrn Tutorial oder sowas? Name-Dropping, ganz wichtig, Name-Dropping ist also, extrem wichtig. Also, naja, bei Herrn Tutorial müsst ihr aber das Video 5 Minuten länger machen, weil das geht. Abonnieren, Daumen hoch, schreiben Kommentar, bla bla bla, das dauert so 5 Minuten, bis er fertig ist. Ja, aber das hat er ja immer vorher schon aufgezeichnet, ne? Das wird ja immer nur noch dahinter. Das kann er sich ja selber hinten ranhängen, genau. Ja, der kann sich sowieso hinten irgendwas dranhängen. Ja, also ich wäre für Produktplatzierung. Mal so ein, also ganz unauffällig, was weiß ich jetzt im Video sagen. Ja, Tino, wir häckseln heute wieder Mais. Das ist ganz gut, oder? Ja, ja, ist es. Und ich trinke dabei eine schwere Arbeit, aber das ist kein Problem. Ich habe in der Nacht nämlich eine Dose Red Bull getrunken. Ja. Das ist sehr schön, denn Red Bull ist ein Energy Drink. Und verleiht Flügel. Es ist der Energy Drink. Genau. Ja. Aber nicht, dass du hier noch abhebst, Wendy. Ja, ey, das muss ich. Der Witz ist so dumm und so flach, ne? Wo ich das letzte Mal wieder in meiner ehemaligen Ausbildungsstätte war, habe ich halt so Dings getrunken, so 300 Milliliter. Weißt du, denkt mir da nichts, unterhalt mich da mit ihnen eigentlich über bierernste Themen. Komm, das war noch ein Spacko. Trink langsam, nicht dass du noch abhebst. Gottes Willen. Ja, und? Ja, ich sag mal, Teppich hoch drunter und wir vergessen's. Oh, war der Flachmann. Mensch, Randy hat heute ein Claudia frühstückt. Nee, Randy ja nicht. Der Typ, der meinte, es wäre witzig. Ja, hat bestimmt wieder witzig. Randy war jetzt der Meinung, das war so witzig, dass er den jetzt unbedingt erzählen musste. Ach komm, jetzt disst doch nicht schon wieder den armen Randy, der kann doch auch nichts dafür. Ich diss dich gleich, ich benachteilige dich am nächsten Projekt. Genau. Wieder egal. Das war jetzt wieder ein Wortwitz und der war gut. Apropos nächstes Projekt, Mr. SLP. Kurzfassung. Gibt es denn schon was Neues im Thema? Ja, es steht so alles. Man muss im Endeffekt nur noch die Werbetrommeln trommeln lassen. Ich habe auch schon bei Facebook. Ach, du bist einen, fertig, ja? Ich bin fertig mit ihr, ja, kannst du gerne haben. und. Entschuldigung. Und es müsste eigentlich nur noch die Werbetrommel gerührt werden. Ich habe auf Facebook auch schon mal einen Hust-Hust-Hust-Post gemacht. Und von daher, wir bräuchten eigentlich bloß noch zu sagen, wo und den Termin und dann könnte das eigentlich sofort starten. Oh, Server cool. Ist da oder nicht? Server, da würde ich dann mich vor dir verneigen. Da könnte ich dann, das wäre nicht das Problem. Jo.
Dann brauchen weil wir ja. Da, ja, okay. Da habe ich noch nicht. Also, das denke ich mal, das Sponsoring wäre jetzt an sich nicht das Problem, aber wenn du das natürlich auch am möglichsten kannst, warum sollte man dann sinnlos Werbung machen, die eh keiner sehen will? Genau. Also, Werbung das ist ja cool. In Form eines Video-Werbung. Werbungs. Musst Mensch, dann müssen wir uns im Anschluss ja an die Aufnahme gleich nochmal kurz unterhalten, oder? Also nicht im Anschluss an die Aufnahme, sondern an, an die Aufnahmesession. Frage wäre, wie viel User ist denn da bei so einem Dingens dabei? Ich weiß bis ja 50. Also bis 50. Na nicht bis 50, das könnte 100, das könnte 200 sein. Ich habe erstmal bloß 50 als Minimumbeitrag gesetzt. Also ja, aktive Spieler, also wir... Aktive wir Spieler reden 50. Genau. Minimum sollten dabei sein. Ja. Denk mal, aber das war ja, ich würde sagen, wir wollen mal die Zuschauer nicht ganz so sehr foltern, oder? Ja, wenn doch, wir jetzt noch weiter erzählen. Sie wissen ja sowieso schon ebenfalls, die bei mir den Facebook-Kurs gelesen haben, wissen sowieso schon, um was es geht. Also es geht um MC, ja, um MC Fitti geht. Der hat sich bereit erklärt, da ein Projekt mit uns zu machen. Dann werden wir nämlich alle C-Webber. Und da könnt ihr euch dann drauf freuen. Doktor, sag doch was. Was? So, dass du voll bist. Also wir haben jetzt erstmal den Mais komplett gehäckselt. Können wir beide Seemaschinen bekommen? Eine ist gerade bei mir am Weg. Eine ist gerade beim Kobold. Ich steige mal aus hier. Genau, steig mal um, dann kann ich dann weg. Jo. Gut, ich steck die Scheiße dann gleich zu, wenn es verdichtet ist. Aber ich glaube, das passt nicht mehr alle drei hier, wa? Weil ich bin 98, 99 voll. Ja gut, okay, dann bringe ich das erstmal weg. Dann ich habe gar nicht gewusst, dass man Kacke verdichten kann. Ah, das... Ja, klar. Das denkst du. Das ist dann diese Tarte, was dann wehtut. Also das kannst du so sehr verdichten, dass das Flop. Steinkohle draus wird. Niveau los. So, aber warte mal, was haben wir denn für einen Traktor jetzt hier zur Auswahl noch? Oh, sehr schön. Okay, dann schnappe ich mir mal noch die große Seemaschine. Was können wir denn jetzt so noch machen? Ja, Kobold. Wie ist denn der Zustand von dem Gras, von den Grasfeldern? Oder? Naja, wir müssen erstmal die Felder sehen, oder? Ja, aber wir haben nur zwei Kondor und... aber wir könnten ja eventuell gleich düngen, oder? Ja, stimmt, düngen könnte einer noch. Ja, das wir ist könnten wahr. Aber auch einen Part beenden. Richtig, das und das auch. Düngen im nächsten Part machen. So machen wir es. Bei 17:20. So machen wir es. 17:36. Genau. Klugscheißer, du hast bestimmt früh aufgenommen. Ja, genau. Du hast mich viel zu früh gedrückt. Na gut, liebe Zuschauer. Also wer zu früh abdrückt, scheiß daneben. Randy, du darfst. Genau, ja, ich darf. Wir sehen uns dann dementsprechend im nächsten Part wieder. Und bla bla bla. Bla. Alles dumm, bla bla bla. Bis zum nächsten Part. Tschüss. Bis denn. Tschüss. Disliken. Den Randy. Den Randy disliken.